Hallihallo, Leute, willkommen zurück zu ESO. Weiter geht's. Ja, im letzten Teil haben wir ja Murakbal endlich den Chaos gemacht. Aber wir sind natürlich noch nicht fertig. Da kommt noch einiges, kommt noch. Ne? Mit was kann ich dienen? Zum Beispiel auch die ganzen anderen Karten fehlen ja noch, die ganzen Erweiterungen. Sind noch einige, sind so, lass mich überlegen. 6-8 Karten ungefähr so grob. Jetzt haben wir ja schon fertig. Mit was kann ich das? Ja, hängt davon ab. Schon. Von hier aus fahren wir nach Dolchsturz. Ja. Jetzt haben wir ja schon alles fertig gemacht. Nur kurz mal gucken hier, was will er jetzt noch von mir? Quests, Durchschlussbündnis, ja. Über Stress am Keiner Betnik, Lenumbra, sind wir jetzt. Stürmer vom Club Spitz, Allegri müssen schließlich Bankerei machen. Ja, da waren wir schon über. Geht nicht, Kettenzeigen geht nicht, okay. Dann fangen wir mal den Pfeilen. Also hier haben wir ja auch schon alles durch. Wie gesagt, die drei Bündnisse haben wir ja schon durch. Aber es ist nirgendwo ein weißer Pfeil, ne? Aber er ist ja schon fertig haben soweit. Gehen wir natürlich zum Schluss nochmal alles ab, wegen ganzen Himmelsscherben und die magischen Bücher und all die Scherzen, das ist klar. Machen wir ja später, habe ich ja schon mehrmals gesagt. Machen wir ja auch, keine Sorge. Sonst ist da hier nichts. Ne, komm mal weiter. Die einzelnen Karten abklappern oder ist das vielleicht hierbei? Nö. Ach, ist auch noch, ne? Das geht dann in, also wieder so. Nee, da, Sturmhafen. War ja auch schon alles durch, aber geht natürlich nicht weiter. Sterngucker, sprechen mit Rea. Geletten Laure DL. Okay, Rahmenuntersuchung. Das sind sie alle, ne? Achso, vor allem jemand einen Hund gut gemacht für ein Zimmer frei. Ja, müssen wir auch noch machen. Ja, sind natürlich noch einige Sachen, die wir jetzt alle nach und nach schon mal abarbeiten können. Ich würde dann jetzt mal hier mit anfangen, Kittwills Gold. Wie gesagt, Kittwills Silber und Gold habe ich noch nie gemacht. Sammle ich jetzt selber. Muss ich gucken, wie das jetzt genau funktioniert hier, was wir machen müssen. Stendar behütet mich. Und die Münzen in meinem Goldbeutel. Natürlich ganz woanders, ne, da wo uns wacht ist. Ah, eben es wacht ja. Ne, müssen wir hier doppelt zurück. Die war schon mal falsch. Ich muss mir mal informieren, was man da machen muss. Ich werde natürlich auch erst nur den ersten Pack machen können. Alle Karten durchgehen, dann die Murakbal und dann den anderen. Aber ne, ich wollte erstmal die anderen ersten drei Bündnisse fertig haben. Fertig machen. So. Jetzt haben wir soweit das Grundspiel durch. Komplett durch. Jubiläumsbuch. Ach so. Kuchenhunger, okay. Ja. Oh, kann ich mitnehmen. Mehl. Zack. Minze. Dünnelohn backt. Okay. Schön für dich. Dünnelohn. Kuchenwertmarke. Ihr habt noch nie ein. Ich backe einen frischen. Ja, okay. Ich habe Zutaten. Aber noch schön und dran Mehl oder so. Ein Hauch hiervon. Da gibt mehr XP und sowas. Das ist nur Event. Dafür werdet ihr büßen. Was aktuell läuft. Wie dauert das denn? Wo sind denn jetzt hier hin? Ah. Das gehört euch nicht.
Ihr habt euch gerade ein Kopfgeld verdient, nehme ja, ich mal an. Ne. Ich nicht. Ich hab nichts Böses gemacht. Tunnelohn. Überlebenskuchen 2023. Ja. Davon weiß ich nicht. Abschließen. Dieser ist mir so gut. Ich habe den diesjährigen Überlebenskuchen erhalten. Den aktuellsten Kuchen findet ihr in euren Sammlungen unter Werkzeuge. Nutzt den Kuchen schon eine Person davon für euch in der Welt, mit der ihr interagieren könnt. Dann haltet ihr eure Ereignisscheine für den Tag und dazu ein zweistündigen. Okay. Werkzeuge. Und gibt auch noch XP, 10%, meine ich, glaube ich, war das. Ich will mal den Jubiläumskuchen. Oh. Sieht ja nicht schlecht aus, ne? Mit Kiwi und so. Zweimal habe ich 10% mehr XP. Mal kurz gucken. Charakter müsste hier irgendwo dann dabei stehen. Ah ja, ist er doch. 100% für 2 Stunden. Ja, ist nicht schlecht, ne? Aber wie geht's jetzt hier mit Catwells Gold? Mal gucken. Tagebuch. Quests. Ja, machen wir jetzt mal weiter. Kann ich nicht anzeigen, okay. Machen wir erstmal die anderen Sachen erstmal. Können wir vielleicht nebenbei dann automatisch machen. Was ist das jetzt hier? Nein. Wo ist es jetzt wieder? Gerade was hier? Ja, genau. Verrücktes Deschan. Machen wir jetzt erstmal eben. Können wir so hin. Vergessen Krypten. Und da oben. Dann gehen wir da oben hin. Machen wir mal ein paar Nebenquests. Erstmal hier fertig. Wie gesagt, wegen Catwells Gold muss ich selber mal nachschauen, genau. Weil wir die Karten ja schon fertig haben. Ist nicht wichtig, nur halt, dann kann man halt, wie gesagt, ne, in allen Bünden, allen drei Bündnissen mit allen neuen Rassen, jeweils unabhängig vom Bündnis, egal, kann man überall dann beginnen. Also zum Beispiel, wenn es Kajit war, glaube ich, nur für. Ork war für Dolchsturz, genau. Dann konnte man danach den Ork praktisch auch in Ebenerz packt oder, andere Bündnis spielen. Admire Dominion, genau. Zum Beispiel wird man auch da dann automatisch beginnen. Ganz normal beginnen. Also dafür ist halt dieses Catwells Gold gedacht. Das nur so nebenbei. Also mehr ist es nicht. Es ist nichts Wichtiges, nichts Besonderes oder so. Ne? Man hat man, also man halt mit allen Rassen überall starten kann. Also auch schon alles. So, machen wir noch diese Nebenquest eben hier kurz. Ein Käsemesser holen wir eben. Machen wir jetzt erstmal ein paar Nebenquests, damit wir schon mal nach und nach abarbeiten können. Dann können wir uns an die nächsten Karten begeben. Ist vielleicht das Beste. Sonst haben wir nachher zu viele Quests immer noch offen. Das ist immer noch. Geht mich schon ein bisschen auf den Senkel. Sagen wir so, ich möchte ihn gerne weg haben. Seh da. Was? Ja. Hab ich. Einmal leck. Wir müssen. Ja. Darin hat es. Komm mal mit, Seela. Geht weg! Wenn ihr euch angesteckt habt, werdet ihr uns alle töten. Ihr seid nicht infiziert, Idiot! Ich versuche, meinen Ehemann zu finden! Es interessiert mich nicht, ob ihr nach Nereva sucht. Ihr kommt hier nicht rein. Das bringt uns nicht weiter. Es muss doch einen anderen Eingang in diesen Krypten geben. Auch. Weil ich wirklich gemacht habe, natürlich nicht mehr, ja. Man kann auch mit dem richtigen Equip, was man hier auch dann haben, ne, kann man auch 30, 40, 60, 100.000 Schaden machen. Wird das erreichen werden? Weiß ich nicht, glaube eher nicht. Dafür gibt es extra Guides im Internet oder auch bei YouTube auch, ne. Mit den richtigen Waffen wechseln, Skills, den richtigen Einfolgen und so weiter. Ich war nie ein Freund davon. Bin ich ganz ehrlich. Equip haben wir uns natürlich auch noch besorgen. Etwas Besseres.
Auch in Dungeons werden wir dann laufen. Da kriegt man natürlich das beste Equip auch. So zum großen Teil her. Das werden wir alles noch nebenbei machen. Wir gehen alle Dungeons einmal durch. Das möchte ich auch noch auf alle Fälle zeigen. Und ich werde, wie gesagt, die restlichen Karten noch komplett aufdecken. Alle Karten, alles einsammeln, wie die Himmelsscherben, magischen Bücher. Was noch sonst mal so zum Aufsammeln ist, die ganzen Notizen, Pergamente und Bücher, werden wir auch alle machen. Ah, dauert also noch, bis wir hier durch sind, das dauert noch eine ganze Ecke. Also mein Plan, den ich habe, den ich hier gerne durchziehen. Vorher möchte ich eh sie nicht beenden. Also ich möchte nicht zeigen, wie man an das beste Equip kommt. Dafür gibt es genug Guides im Internet. Da unten ist noch was. Also wo man halt, wo man alles finden kann oder findet, halt, das zeige ich natürlich. Das ist so mal nebenbei als Hinweis, was ich vorhabe. Das möchte ich auch gerne machen. So, hier ist noch irgendwas. Ist eine Kiste. Volken Gottes. Alburbarenzug. Okay. Nee, da wollen wir nicht. Das können wir hier wieder abdackeln. Da geht's raus. Jo, jetzt ab nach oben. Wie gesagt, dann machen wir erstmal in den nächsten Folgen erstmal die Nebenquests, die wir hier offen haben. Die machen wir erstmal fertig und dann machen wir die nächsten Karten. Ich weiß auch schon, wo wir als erstes hingehen, den Weg werde ich noch nicht verraten. Warum macht ihr so viel Schaden? Hallo? Geht mal, ist ein bisschen schneller hier. Ich mich gerade nicht bewegen. Könnte ich nichts machen. So. Jetzt geht's weiter hier hoch, ne? Ja, genau da. Alles hoch. Ja, okay. Ja. Was mache ich denn hier? Mein Gott, so verwirrt heute. Vergessen Amtsrichter. Das ist die Himmelsscherbe, nehmen wir die schon mal mit. So, jetzt hier links, genau. Wieder zwei von drei Himmelsscherben. Schön, schön, schön. Und jetzt noch hier links. Der Bogen meines Ehemannes. Er ist hier gewesen. Wir müssen diese Tür überwinden. So, haben wir gemacht. Und rein da. Wieder? Ach da. Wieder. Ich sehe meinen Gatten nirgends. Ja, der ist bestimmt hier irgendwo. Stimmt. Ich habe hier. Was hast du denn zu sagen? Siel. Ein neues Gesicht? Was ist echt dieser? Okay, wo hast du das Fleisch her? Möchte ich nicht wissen, nein. Okay, welche soll ich hier? Ihr seid hier unten. Garil. So, einmal hier hin. Hallo. Ja. Ich verstehe. Was? Das ist doch unerhört. Bleib hier, bleib hier. Ich hasse den. So. Ich gehe besser alleine, also mit meiner Isabelle natürlich, ne? Dann stirbt sie noch 18 Mal unterwegs, das muss nicht sein. Das nervt nur.
schnell verliert. Warum sind so viele Gruppen? Also große Gruppen hier. Komme ich hier weg? Warum auch immer? Nein. So. Da, 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 da. Hier ist er. Tötet Garil. Komm her. Du Ariel für Arme. Mit euch zu reisen ist viel langweilig. In den Kampf! Heil dich! Ihr seid verwundet. Mein Gott. Wieder nichts machen, immer kurz betäubt. Bin ich so stark geworden oder bin ich so schwach geworden? Ein bisschen komisch. Sehr, sehr komisch. Egal. Tagebuch. Ja. Danus. Wo ist der? Nicht Anus. Da ist noch ein D davor. Danus. So. Ach, schon mal hier. Wo ist er? Da ist er doch. Oh, Kugelschimmel. Nehmen wir mit. Für Alchemie. Ich bin schon gespannt, was ihr daraus. Ich muss gerne wissen, ne? Ich habe Garil gefunden. Unsere Wege sind nicht eure Wege aus. Wirklich? Erspart mir. Garil war schwach. Er hat nicht verstanden, dass es manchmal moralische Grauzonen gibt. Er hat damit gedroht, das ganze Lager gegen mich aufzuhalten. Ihr wird. Ja. Du bist krank. Ah, so gefällt es mir. Aurelia und ich waren früher auch oft auf Hochinsel zelten. Aber mir kommt es vor, als sei das unendlich lang her. So, verbrennt das Fleisch. Merkwürdiges Fleisch. Aber weißt du, was das für ein Fleisch ist? Was im Namen des Vergessens macht ihr da? Schnell weg hier! Wer weiß, was das für ein Fleisch ist, ne? Welch untotes, verwestes Fleisch? Wer weiß. Danus. Wie könnt ihr uns verurteilen? Ihr habt wirklich das. Ich sehe gerade. Lass mal hier gucken. Irgendwas stimmt doch hier nicht. Komisch. Kann ich wieder aufladen. Machen wir schon mal. Wenn wir schon mal hier bei sind, ne? Durch mit den normalen, die man geschenkt bekommt. Nutzgegenstände. Die Forelle ist fast alle. Haben wir noch ein paar? Nein. Haben wir es beendet? Moment, mal gucken. Tagebuch, Quests. Das ist klar, das ist klar. Orsinium. Natürlich Elsewhere, Kackstein. Unerschrockene, ja, genau. Das ist die erste Dungeon, Spindeltiefen 1, machen wir später. Das ist auch noch schwer, machen wir auch später, das weiß ich noch. Das ist wirklich schwer. Gilden kriegt dunkel an den Aligribus. Ja, komm, wir machen das mal. So, haben wir es auch erledigt. Ja, ist nichts mehr da. Können wir wieder hier rausdackeln. Ja, alles wieder zurück. Mein Gott. Und tschüss.
Lass mich in Ruhe. So richtig, ne? Ja. So, hier geht's glaube ich raus, ne? Genau. Raus hier! Mach mich für Schaden, ich verstehe das nicht. So, blutet! Blutet! Erst noch einen Schnapp. Immer noch nicht genug. Wenn jemand immer mit. Nee, die Spinne loot ich nicht, weil da sind nämlich nur Köder drin. Wurmköder für Angeln. In der Reihen und sowas. Das hat doch keinen Wert beim Händler. Null. So, das haben wir fertig. Was ist da denn noch? Gucken wir das mal. Ah, gucken wir mal, was wir schon mal hier sind, ne? Stallmeister und sowas machen wir noch. Mal wieder eine Nebenquest fertig. Wer bist du denn? Handwerksschriebe? Nee, die mache ich auf jeden Fall nicht. Ist nicht so schön gelöst hier, finde ich. In ESO. Den Handwerken berufen und sowas. Erstmal Stallmeister ist links. Und Richtung Südosten, Westen, genau. Genau. Wie gesagt, mit dem Beruf finde ich nicht so gut hier. Wäre eigentlich ein Freund von Berufen in RPGs, MMOs. Auf alle Fälle, aber hier irgendwie, ich weiß nicht. Ein bisschen komisch. Ich bin auch noch nicht wirklich richtig mit beschäftigt. Ich habe natürlich angefangen, klar. Mal geguckt und so, aber... Nein, nix für mich. Ja, Geschwindigkeit. So, jetzt haben wir da Skaldir. Ja, komm ich mal da hin. Da gehen wir noch hin. Aber finde ich Berufe zum Beispiel mit Final Fantasy 14 oder Guild Wars 2 schon besser. Ja, Berufe in WoW gehen eigentlich auch noch. War auch noch gut. Muss man auch viel sammeln, aber war nicht verkehrt, ne? Aber hier in ESO, ich weiß nicht, ich bin kein Freund davon. Ich weiß auch nicht warum. Keine Ahnung. Ist nichts für mich. Albubaren. Da. Ja genau, Meritene Magie, okay. Schinklichste. Oh. Daran. Abgeschlossen. Rückt des Grünschatten. Weigt das Wapajerki in Hulanjils Fall in Grünschatten. Machen wir in der nächsten Folge. Ist glaube ich schon mal soweit, glaube ich. Weiß jetzt nicht so genau. Achso. Vorräte, ne? Haben wir schon. Schriebe, Handwerksdiener, Seelenberaubten, haben wir noch nicht. So. Das ist, glaube ich, übrigens account-wide. Die Stile. Also kann man mit jedem Schar kann man die sammeln. Aber ich meine ja. Ja. Glyphe, Marke, Rudel, alles. Ne? Ach, kann man verkaufen, egal. Ja, Schenke zum Jubiläum. Entwurf. Drehschüssel. Salzreisbrei. Ist ein Rezept, was wir noch nicht haben. Gut. Und wieder reinigtes Wasser für Alchemie. Dann suchen wir mal eben kurz das Rezept. Die beiden haben wir schon. Ah ne, war auch noch. Ach, war nicht gut. Nutzgegenstände? Nö. Was machen wir mit der Vorräte, ne? Oder haben wir automatisch?
Natürlich auch sein, dass wir automatisch bekommen haben. Eigentlich war er unter Vorräte, aber jetzt ist das Rezept nicht hier. Haben wir wohl automatisch gelernt. Geh mal von aus, okay. Ich glaube, schon mal zu Ende die Folge, ne? Gucken wir mal kurz nach. Ja, klar. Ja, bin wieder ein bisschen länger geworden, aber egal. In der nächsten Folge machen wir weiter mit den Nebenquests. Verrücktes Grünschatten ist dann die nächste Folge, nächste Quest. Bis dahin, schön mit euch.